So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hatten bis 18 Uhr die Pause angekündigt. Es ist nach 18 Uhr. Ich möchte gerne fortsetzen im Tagesordnungspunkt 3.9. Die Frau Brückner hatte sich eigentlich gemeldet, ist aber nicht da. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Reichel. Für mich ist die gesamte Diskussion dahingehend nicht nachvollziehbar, vor allem an Sie gerichtet, Kollege Itzek, wie man Argumente aufträgt, die jeglicher Grundlage entbehren. Man sollte mal darüber nachdenken, dass als die Fliegerei noch in den Kinderschuhen stand oder war, dass damals Leute so weit gedacht haben, da draußen auf diesem Feld einen Flugplatz einzurichten und dieser die ganzen Jahre über, egal welches System geherrscht hat, zu erhalten. Und die Argumente, dass man Industriegebiet dort jetzt hinzahlen will, weil es da einfach die Lösung ist, ohne überhaupt alles abgeprüft zu haben. Frau Köhler hat es ja angesprochen, allein das Thema Abwasser. Herr Luther hat es auch gesagt, ich weiß darüber ja fachlich gesehen am besten mit Bescheid. Dort müsste die gesamte Reichenbacher Straße, müsste der Abwassersammler erneuert werden, weil er überhaupt nicht in der Lage wäre, das Abwasser da draußen aufzunehmen. Das wäre Punkt Nummer eins. Weil schon mal zu DDR-Zeiten, kurz vor dem Breikaffee, in Notbehelf damals gebaut wurde, weil die Reichenbacher Straße ständig überflutet war. Das sind Dinge, die einfach irgendwo im Raum stehen. Es geht doch heute nicht darum, um Industriegewinner gleich, es geht um einen Pachtvertrag. Es geht um einen Pachtvertrag mit dem Aero-Club, der da draußen gute Leistungen gebracht hat, die dort machen. Ich hatte mal die Möglichkeit oder wollte das mal tun, als Segelflieger mitzumachen. Ich saß hier mal drinnen so und bin auch wieder rausgeflogen, weil ich Westverwandtschaft hatte. Das ging eben damals nicht. Da war es noch GSD mit allen drum und dran. Spielt aber überhaupt keine Rolle. Aber man sollte doch langfristig denken, was ist denn Zwickau ohne dieses Flugfeld? Und das, was wirklich war, fehlt. Was wirklich war, fehlt. Was wir in den zurückliegenden Jahren in Zwickau total versäumt haben, ist von der Wirtschaftsförderung her, ist nicht gegen die jetzige Wirtschaftsförderung gerichtet, dass wir nur Leute in der Wirtschaftsförderung hatten, die eigentlich Wirtschaftsverhinderer waren. Wenn ich an diesen Skodelny denke und auch die Nachfolger, die nicht die Möglichkeit hatten, wir haben heute noch nicht mal eine Auflistung, was sind denn überhaupt in Zwickau für Industrien, Gewerbegebiete vorrätig, die auch nicht in kommunaler Hand sind. Da fehlt hinten und vorne. Es ist angesprochen worden, wir haben Rekultivierungsflächen durch den Bergbau. Es ist ja genug Freifläche da, aber mit allem drum und dran heute hinzutreten, es geht prinzipiell nur um die Verlängerung eines Pachtvertrages. Und wir diskutieren, wie immer im Rat, in Kleinteiligkeit. Man kommt sich eigentlich vor wie in einem Altweiberhaus, wo ein Paragrafen gehabt wird mit allem drum und dran. Man sollte endlich mal zu einer Entscheidung kommen. Und es ist eigentlich peinlich für die Zuschauer und auch für die Besucher hier im Hause, wie hier vom Rat diskutiert wird. Frau Brückner. Vor der Pause habe ich doch notiert. Herr Itzek. Vielen Dank für die gewartete Pause, die ich natürlich eifrig genutzt habe und mit einigen Fraktionsvorsitzenden zu sprechen. Sie sprachen mich vorhin an auf einen für den Kompromissvorschlag eher möglichen Deckungsvorschlag. Ich würde mit Frage an unseren Finanzbürgermeister das so formulieren: Besteht die Möglichkeit, als außerplanmäßige Aufwendung zur Herbeiführung der Fördermöglichkeit des Aero-Clubs Zwickau unter Vermeidung eines langfristigen Pachtvertrages diese dafür notwendigen Mittel aus der Gewerbesteuer zu entnehmen? Wenn das mit Ja beantwortet werden würde, würden wir heute hier allen gerecht werden. Es muss keine Einstellung des Flugbetriebs geben. Und es kann natürlich, und ja, Herbert, das kann dann alles untersucht werden. Das tun dann die notwendigen Fachleute. Dann ganz in Ruhe, ohne des Vergebens einer Chance, denn um mehr geht es im Moment gerade tatsächlich nicht, geprüft werden und in Ansatz gebracht werden, ob für die Zukunft dort dann eine andersweitige Nutzung eventuell vorgesehen werden kann. Und ich glaube, das sollte in unser aller Interesse sein, Chance nicht vergeben und das Bewährte erhalten.
Also noch mal ganz kurz, besteht die Möglichkeit, diese Mittel aus der Gewerbesteuer der Stadt Zwickau diesen Jahres zu entnehmen? Dann würde ich auch meinem Kollegen Herrn Heinzig gerecht werden, wenn ich jetzt nicht noch was aus dem Hut zaubere. Vielleicht gelingt uns ja das Zaubern und dann haben wir doch eigentlich alle beieinander, dass wir die sagen, nicht diese lange Laufzeit, weil das ist es doch eigentlich, worum es geht. Und auf der anderen Seite, der Flugsport geht weiter. Und wenn ich den Herrn Lenk selbst zitieren darf, auf meine Frage hin, wie lang das überhaupt noch funktioniert, da hat er mir persönlich selbst gesagt, ich weiß selbst auch nicht, ob es in 20 Jahren diesen Flugsport noch gibt. Herr Mayer, bitte. Moment. Das gegenwärtige Anordnungsfeld im Bereich der Gewerbesteuer lässt das zu. Jetzt hätte ich gerne eine Auszeit.